Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play American McGee's Alice. Und damit ich diesmal nicht wieder gespeicherten Spielstände lösche und wenn ich sie laden will, dann noch mehr Speicherkäse baue, egal. Deswegen habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Wieder mal dabei, die gute Tifa. Hallo, lang nichts mehr gehört, ne? Also ich höre blendend. Ja, aber es ist eine Weile her, dass wir was zusammen gemacht haben. Ja, das mag sein. Wie war das? Du warst bei dem Ameisen und wusstest eigentlich nicht, was du machen sollst, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. In your face! Au! Ja, genau. Hat er gerade gemacht, ne? Gut reagiert. So. Hast du ihn in den Kopf abgehackt? Ja, einer muss ja. Naja, da halt. Nimm die Machete. Die Machete, die ist immer weg. Aber die wäre viel geiler. Kackmesser. Ich will eine Machete. Muskete, nicht Machete. Egal, du hast doch erst einen explodierenden Würfel. Nee, was war das? Der Würfel war was anderes. Das war das explodierende etwas bei der Herzogin. Wie nennt man das? Springteufel, danke, Ding. Das war doch der explodiert, oder? Das war der. Ja. Ich guck rein. Oder, ja, und explodiert. Ja, in der Form. In der anderen Form. Mein Lieblingswaffe ist aber das Messer. Ja, das weiß ich. Erwähnst du oft genug. Miau. Hat mir vielleicht. Hast du ihn gekillt? Ja, man kann die auslösen. Ich mach's nur nicht. Genau deswegen, es rentiert sich nicht. Ja, aber es ist jemand nicht. Ruhe! Oh! Okay. Oh, was denn? Ist das der Hase? Ja, das ist der Drogenjunkie-Hase und wir springen ab. Du hast dir aber Zeit gelassen. Wieso das denn? Du bist doch einfach weggelaufen. Ich hatte Grund. Grüble nicht über Gründe nach. Die Raupe wartet. Ich erinnere mich. Mimosenhaft, launisch, raucht zu viel. Nicht schlecht. Warum gerade die Raupe? Niemand im Wunderland ist weiser als sie. Nur sie weiß, wie du uns retten kannst. Bleib nicht hinter mir. Der Weg ist gefährlich und die Zeit ist knapp. Die Raupe ist ein R. Die Raupe, ja. Aber die Raupe ist... Ich muss gerade was an der Einstellung ändern. Nein, Sound. Ich hätte gern, dass die Sprache etwas lauter ist, aber die Musik etwas leiser. Ja, dann so. Ja, wird schon schief gehen. Zurück. Zurück. Wie wär's, dass du nochmal speicherst? Das mache ich so gut wie nie. Deswegen bin ich ja da. Auch wieder war. Alter. Schwede. Verdammt. Nein. Ich wollte nicht die ganze Zeit alter Schwede sein. Jetzt muss ich aber nicht darüber hüpfen, oder? Deswegen sagt sich alter Schwede. Zum Glück kriegen wir keinen Fallschaden. Au. Das sollte so sein. Ich wollte nur die Gegner verwirren. Zum Glück habe ich gesagt, speicher mal, ne? Wie war das jetzt? Da drauf drücken. Nein, laden bitte. Na, Arschloch. Welche von den beiden? Beide. Aber der sich als erstes getroffen hat. Das war der. Ja. Feige verstecken? Der ist doch auch feige. Steht da mitten, ist doch nicht feige. Ja, aber nur weil du weit genug weg bist. Oh. Ich bin gleich weitergerückt. Okay, war für mich nicht erkennbar. Stehst du auf einer Schildkröte? Nein, das sind Krabben. Steinkrabben. Au. Warum erlässt du mich an die Steinkrabben? Weil du... Wir sind gekommen, als ich das erste Mal hier war.
An dem großen Wasserfall da, wo die anderen die Steine runtergeschmissen haben. Ja, jetzt macht Platz. Ich meine, ich dachte, wenn ich schon mitmachen will, dann sollte ich mich auch ein bisschen vorbereiten. Hab mal geguckt, aber irgendwie kann ich mich trotzdem nicht erinnern. Ach, scheiß General. Naja, der... Wo rennt der hin? Major, der war sich ja eh noch. Die Gruppe war doch ein Major, oder? Ja. Trotzdem. Aber das ist halt gut. Stinkstiefel! Da ist der Hase. Dann bist du die in der richtigen Richtung. Das Gute an den Käfern ist, die sind sofort tot. Ja, Instant-Kill. Ich werde mal gucken, wo wir hier lang müssen. Ja, hol dir doch mal da noch diese Heilscheiße, damit du wieder voll bist. Nennen wir es einfach Herz. Das ist doch kein Herz. Klar, das ist ein Rubin. Ja. Wie kommst du da hoch? So wie ich verstanden habe, musst du einfach nur da lang, wo der Hase lang muss. Ja, und wie soll ich da hin? Lass uns noch mal kurz gucken. Wir haben ja nicht wirklich geguckt. Witz, kann ich jetzt umgehen. Was ist das? Ach, das blaue Zeug, oder? Ja, die blaue Energie. Ach, den erstelle ich doch mit links. Wie gefällt dir eigentlich die Geschichte umgesetzt von Alice? Die Geschichte ist an sich sehr, sehr, sehr interessant gemacht. Und jetzt die ungeendete Version? Knuffig. Wow. Irgendwie ein Fehler, oder? Nein, das soll so. Das war beabsichtigt. Nicht von mir, sondern vom Spiel. Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir es nicht machen müssen. Ungefähr so. Die Karten sind ganz cool. Ja, die Karten sind cool, da kann man nichts sagen. Ich bevorzuge die Karten. Ich bevorzuge zu überleben. Gute Wahl. Da ist schon wieder ein. Diese Helikopterbomben da. Boah, der ist auch noch explodiert. Cool. Gut, wir brauchen jetzt nichts mehr zum Laden. Das heißt gleich Richtung Hase, ne? Ja. Okay, wir sollten uns doch nochmal heilen. Ja. Der wirft Granaten. Stimmt, da war ja was. Ich will ihn trotzdem mit dem Küchenmesser erledigen, wie eine Schabe. Hier ist sein Herz. Ja, ich weiß, er hat er vorhin auch schon da gelassen. Ja, aber diesmal brauchen wir es nicht. Auch wieder da. Oh, entschuldigt. Mein Fehler. Du hast den Hasen verletzt. Ich habe ihn getroffen. Wie auch immer ich darüber kommen soll. Hä, wie denken die sich das? Schon da unten drin. Glück sind diese schlechte Schützen im Verhältnis zu mir.
wahrscheinlich musst du so rüber, genau. Nö, ich hätte es bestimmt auch anders da geschafft, aber. Mach's doch am besten so. No risk, no fun, ne? Du sollst es speichern. Ach Quatsch. Ich meine, das hat dann doch leicht an der letzten Folge. Wie man irgendeiner Stelle. Nö, du doch nicht. Kann ich gar nicht. Das war nur die Suppenschüssel. Nein, ich meine die Suppen. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Dinger hochklettert. Keine Ahnung. Haben die das mal erklärt? Nee, oder? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Die erste Folge ist schon wieder so lang her. Ich weiß es einfach nicht mehr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist dann leicht problematisch. Nein, fast gar nicht. Das ist ganz normal. Die laufen vor allen Dingen nur weg. Die sind nur um Lebenspunkte zu bekommen. Die armen Viecher. Ja, einer muss sie ja töten. Sie haben da nichts getan. Sag ich ja gar nicht, aber die müssen trotzdem jetzt, Glauben? Ja. Ich glaube, man kann sie gar nicht töten. So auf die Art und Weise. Wahrscheinlich nicht. Du hast schon ziemlich oft draufgehauen. Bisschen Poster bauen. Lass es lieber und konzentriere dich mal drauf, wie man hochklettern kann. Weiß ich ja nicht. Probier mal alle Knöpfe aus. Alle Knöpfe. Ja. Oder versucht dich da hoch zu schwingen. Dass du von der linken Seite irgendwie drauf hüpfst und dann, dass es eher dann nach rechts schwingt oder so. Weißt du, wie ich es meine? Das ändert ja nichts, ich komme nicht hoch genug. Kann ich so drehen? Aber hoch komme ich nicht. Man muss doch klettern können. Ja, kann man bestimmt doch irgendwie. Oh, du bist runtergeklettert. Mit H. Ja gut, und wie klettert man dann hoch? Nein, das ist doch. Oh. Für die königlichen Wächter dieses Reichs sind wir alle Opfer in Spe. Das wirkt so, als wolltest du hochklettern. Nein, mit F kletter ich runter. Achso. Wird das Bemerkenswerte sonderbar, wird die Vernunft bitter. Grinserkatze, sei mal ruhig. Wir wollen klettern. Ich glaube, ein Handbuch wäre nicht Pflicht. Warum kann man nur runterklettern? Macht gar keinen Sinn. Vielleicht machen wir kurze Pause und gucken im Internet nach. Nein, wir gucken den Einstellungen. Grafik, Spieloptionen. Steuerung. Abwärts. Ach, deswegen kam als die Grinsekatze, weil ich C gedrückt habe. Muskete wählen? Wie gesagt, ich will die Muskete haben. Uhr wählen, nächste Woche vorbei. Das geht doch gar nicht, oder? Doch, man kann tatsächlich nur runterklettern. Ist doch schön. Ja, aber wie kommt man dann nach
oben. Schwingen und springen oder was? Wird das Bemerkenswerte sonderbar, wird die Vernunft bitter. Er sagt immer wieder alles doppelt und danach wieder was Neues, ne? Jetzt habe ich echt keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen sollen. Sag mal, da oben ist noch ein Eingang, ne? Ja. Ob wir durch die Linie... Dann müssen wir bestimmt raus. Bei dem Eingang. Ein Ausgang, aber wir kommen ja gar nicht nach oben. Was ist das? Man kann nur runterklettern. Das ist doch unsinnig. Wir haben es ja früher schon hingekriegt, dass man hochklettern kann. Ich muss erst mal aufhören zu schaukeln. Ja, yeah, du bist ein Teil dieser Pflanze oder was auch immer. Das Schöne auch von der Ansicht ist her, dass man den Totenkopf sieht bei ihrer Schlaufe. Den habe ich noch überhaupt nicht bemerkt. Echt nicht? Nee. Nur wenige finden den Weg. Manche erkennen ihn nicht. Manche wollen das gar nicht. Warum kann man diese blöde Grinsekatze überhaupt aufrufen, wenn die eh nur Scheiße labert? Weiter so rumsteht, kotze ich sie an. Sag mir Bescheid, dann bin ich weg. Lass uns noch mal rausgehen und gucken, ob wir da irgendwas finden. Irgendwie geht das ja nicht. Da können wir auch nicht hochklettern. Doch irgendwie blöde Hüpfen. Geronimo. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Doch egal, ich wollte sterben. Und was Schlaues überlegen, wie wir es hier meistern. Kerl ist gefährlich. Und die Viecher nervig. Aber nur bis kurz und gut. Nein, ich rede von den Helikopterviechern, diesen Marienkäfern. Was auch immer Käfer. Ja, diese, was weiß ich. Großeinsatzbombenviecher, wie auch immer. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen rumlaufen und uns umschauen. Nicht unbedingt in die Richtung gehen. Wohin? Ja, dann lass uns umdrehen. Ah ja, genau. Erstmal den. Der feige Kerl mit seinen Granaten, ey. Wir werfen Messer. Sind wir so viel besser? Ein bisschen. Gut, dann lass uns mal uns nochmal umgucken. Ah, jetzt geht die Folge nicht mehr. Nein. Okay, da war was. Die Schildkröte, ne? Jetzt nicht mehr die Schildkröte.
Meinst du, wir könnten vielleicht Zutaten kaufen? Lass uns mal. Hier. An der Stelle, okay. Wieder am Anfang, ne? Ja, aber dieser Pilz sieht interessant aus, auf den will ich hüpfen. Ja, aber wie denn? Keine Ahnung. Wo kamen wir her? Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, durch den Panzer können wir nicht unbedingt besser schwimmen, sondern atmen, kann es sein? Nein, besser schwimmen. Okay. Das hast du noch gar nicht ausprobiert, woher weißt du es? Doch, ich merke es doch, wenn ich mich verhalten. Okay. Glück gehabt. Oh, leck mich doch an. Nee, danke. Na. Ich hasse diese Dinger. Man kann sie einfach nicht durchklettern. Ja, bedenke, das ist ein relativ altes Spiel. Relativ alt? Das ist noch in den 2000ern dann programmiert worden. Ja, also auf jeden Fall mal 13 Jahre alt. Nein, nicht in 2000, sondern... Ach, klar. Keine Ahnung, wie sich das denken, dass man das schaffen soll, aber okay. Wie soll ich denn hier hochkommen? Das Spiel kam 2000 raus, okay? Was, ernsthaft? Ja. Kam doch 2001 oder 2000. Nein, das ist von 2000. Es ist 13 Jahre alt. Es ist trotzdem kacke gemacht. Für deren Verhältnisse damals nicht schlecht. Wenn ich überlege, 13 Jahre zurück, fühle ich mich auf einmal sehr, sehr jung. 13 Jahre zurück? Ach, bla. Ach, bla? Wieso hüpfst du nicht ordentlich? Ich hasse sie. Weißt du, warum ich sie hasse? Sie kann nicht klettern. Sie kann nur rückwärts klettern. Nach unten. Ich würde mich ja falsch rum aufhängen, dann klettern sie beim Runterklettern nach oben. Das wäre eine gute Idee. Wieso hüpft sie auch immer nach vorne, wenn ich sage, hüpf einfach nur? Keine Ahnung. Dieses Vieh nervt mich auch. Das ist wie bei Zelda, da. Fliegt er auch nur, wenn man am Abhang steht. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, warum kannst du einfach nicht hüpfen? Bist du dir sicher, dass man Stein nicht töten kann? Das sind Steinkrabben. Ja, aber es sind Steinkrabben und irgendwie wollen die nicht sterben. Na, die werden sterben. Jetzt noch nicht, aber irgendwann. Weck mich in 20 Minuten. Sie klettert wirklich nur nach unten. Das gibt es doch nicht. Schlechter Witz, oder? Das kann doch nicht sein. Wie soll das denn? Keine Ahnung. Dann hüpft sie immer nur weg. Ah.
Mann. Die hatte in Sport bestimmt immer eine 6. Mindestens. Mindestens. Magst du auch ein Stück Frustschokolade haben? Soll ich dir rüberreichen? Bloß nicht. Nicht, warum wir immer dann so komisch fliegen. Weil wir auf dem Rand landen. Das ist aber die Mitte, wo ich fast. Alter, hab ich mich jetzt erschreckt. Wieder weg, oder was? Jetzt sind wir doch wieder da. Ich weiß, wir kommen nicht hoch. Ich wollte hochklettern. Hab keine Ahnung, wie ich hochkommen soll. Keine Ahnung, wie ich das denke. Das heißt, wenn ich mich so im Kreis schwimme. Ich dann irgendwann hochkomme auf den Pilz, weil ich mich so stark im Kreis schwimme. Dass du hoch genug kommst? Ja. Aber irgendwie scheint es sich jetzt nicht mehr zu steigern, oder? Ich weiß nicht. Doch, so ein bisschen steigt es schon mal. Das Dumme ist, es ist auch ein Sprungpilz da oben. Ja. Ah, wie denken die sich das? Keine Ahnung. Besonders, wenn man nicht hochklettern kann. Vermutung. Ja. Wenn das Seil jetzt überschwingt. Nein. Ach, ich komm hoch mit dir. Du willst jetzt nicht rein und sagen, dann, dass du irgendwie springst. Ich versuche das Seil vor mich zu schwingen und dann dran zu springen. Nein, das klappt auch nicht. Aha. Ah. Ich hasse es. Hab ich schon erwähnt, dass ich es... Ah, du sollst nach oben hüpfen. Blöde Pute. So, wenn sich jetzt zurückschwingt, müsste ich doch eigentlich... Da, wieso schwingt sich jetzt auf einmal nicht mehr? Keine Ahnung. Du bist schuld. Scheiß Stein. Du blöder Stein. Hm. Vielleicht so? Ja, das dachte ich mir auch gerade irgendwie. Nein, blöder Stein. Nutz ihn nach oben. Leichter gesagt als getan.
Nein. Rein mit dir. Rein, habe ich gesagt. Ah. Ich glaube, zu laden ginge schneller. Zu laden ging schneller, aber so ist es lustiger. Hey, verglückt. Der lässt sich gar nicht beeindrucken, der wilde Stein. Ist auch eine Steinkrabbe. Hier ist noch eine zweite drin. Die musst du auch erstmal wieder hinkriegen, ne? Ihr wollt mich beide verarschen. Jetzt fall runter, ja. Ha? Fall runter. Los! Ja, ich lade. Das kann aber nicht denen ihr Ernst sein, dass ich über die Dinger da hochhüpfen muss. Wäre ein bisschen krass. Aber ich kenne mich bei den Spielen eh nicht aus. Startposition. Das Vieh nervt. Vorhin ist er selbstständig da hochgegangen. Ja. Sehr gut. Ja, nur wenn es oben bleibt. Oh, jetzt komm aber schon. Yeah, jetzt hängt er in der Luft. Hat's vorhin schon mal. Wir schweben doch auch beim Springen so schön in der Luft. Vielleicht haben wir es da, wo wir es haben wollen. Wer rechnet denn mit sowas? Niemand. Doch Leute, die das Spiel aufmerksam gespielt haben. Gut, wie gesagt, dieses Genre ist nicht mein Ding. Ich kenne mich da eh nicht aus. Was für ein Genre? Ja, was weiß ich. Es ist kein Oldschool-Spiel. Also kenne ich mich nicht damit aus. Ja. Was ist das? Keine Ahnung. Action, Abenteuer? Irgendwie ein Mix daraus? Ja, so in der Art. Aha. Und ich bin was weiß ich, Rollenspiel, RPG-Maker, Zocker. Also ich kenne mich da nicht aus. Aha. Jo, jetzt hast du schon zwei hängende Steine. Oh, perfekt. Nein, verdammt. Nein, ich bleib ja nicht drauf.
Seltsamerweise. Weil er läuft. Nein, weil ich immer runterrutsch. Bin ich hoch genug gehüpft? Wieder mal. Da. Sie bleibt nicht drauf. Das ist ja auch ein Fehler, der hängt in der Luft. Das macht doch nichts. Ich muss ja nur drauf stehen bleiben, während er läuft. Ich sagte, ich krieg noch einen Nervenzusammenbruch. Jetzt kommen die Zuschauer und sagen, hey, das ist doch total offensichtlich. Warum hängt ihr eigentlich? Ja, schön. Dann sollen sie es doch besser machen. Wir denken uns das wahrscheinlich viel, viel zu schwer. Hoffe ich. Es wäre praktisch, wenn man die hochheben könnte oder so. Ich kann ja mal die Benutzen-Taste klicken. Vielleicht muss ich beim Klettern die Benutzen-Taste. Probier's. Ich will nichts hören von niemandem. Nix will ich hören. Okay, Alice hatte doch keine 6. Ich habe vorhin noch gedacht, so bei mir muss man die Benutzentaste ausprobieren. Und dann dachte ich so, was wolltest du nochmal machen? Der erste Schritt ist der schwerste. Platt aber wahr. Auch hier. Wow. Aber immerhin, wir haben es noch geschafft. Liegt da oben noch eine Waffe? Wow. Sieht so aus. Ja, Mann, die hole ich mir. Okay, keine Ach, Waffe. Scheiße. Hast du das noch nie gesehen? Rampage Mode. Nein. Wow. Interessant. Ah. Au. Yeah. Instant Kill Power. Alle, hol dir das Leben, das war noch nicht aufgelöst, das Vieh. Ich hab nicht so lange diese Power. Aber jetzt kannst du warten. Kann Schwein nicht zurückgehen. Speichern? Ja, das wäre sinnvoll. Speichern ist eine gute Idee. Voller Hi-Holo. Gibt's hier zwei Wege? Wir gucken erst mal, was hier ist. Ah ja. Der Wurf ging ins Leere. Und wir hüpfen oder wir laufen. Zum Glück haben wir gespeichert. Aber jetzt bitte laden. Wieso? Habe ich mir gedacht, dass wir dann, wenn ich noch sage, wir können hüpfen oder laufen. Hüpfen sollten? Ja. La. Jetzt muss ich auch noch extra einen Umweg hüpfen. Warum leicht es auch schwer geht? Ja. Ich glaube, du kannst sie nicht treffen, wenn sie so klein ist. Ich kann sie nicht treffen. Ah. Ah. Hey, sie hat sie hochgeholfen. Verdammt, Mann. Ich hab vergessen, die Hüpftaste loszulassen. Die Springtaste. Dann hüpfen wir gleich weiter.
Dann lass sie los. Da, ich habe sie nicht mehr gedrückt gehalten. Alice halt. Sonst wäre sie ja auch nicht in der Klasse, oder? Da mag was Wahres dran sein, muss aber nicht. Ich hasse die Rosen. Ich hasse die Käfer. Beides. Beide asozial. Da, schon wieder, was soll das? Dann sollten wir vielleicht versuchen, die Rose zu killen und andersrum zu gehen. Meinst du, es bringt was? Ja, weniger Laden. Bin Laden. Oh Mann. Ja, ich spiele wieder Sir Graham natürlich. Ich merk's. Oh, ja. Du bist zu früh gesprungen. Nein, sie hat noch nicht zugepackt. Dieses ständige Geräusch von Hubschraubern, die in der Luft rumschwirren, macht mich ganz verrückt. Du brauchst doch Schokolade. Nein! Ich brauche tote Gegner. Ich glaube gar nicht, wie gut mir das tun würde, wenn die Gegner tot wären. Okay, jetzt sollten wir uns umgucken, oder? Nicht bad. Nein, hier ist nichts mehr. Hier gab es nur, falls man das Ding da bei der anderen Stelle nicht bekommen hat. Aber wir speichern diesmal. Ja, gute Idee. Ausnahmsweise mache ich auch mal was richtig. Ich möchte mal wissen, warum die immer wieder loslässt. Dann drück nur ganz kurz mal die Taste vielleicht. Muss ich nicht verstehen, oder? Nö, aber es hat geholfen. Ich habe vorher auch nur ganz kurz die Taste gedrückt. Wollen wir weiter? Nee, geh mal da den Weg entlang. Sicherheitshalber den Weg. Und jetzt die Bäume entlang. Nein. Oder den Weg hoch. Wären die Karten praktisch gewesen, die hättest du weiterreichen können. Hast du das mal gespeichert? Ja. Speicheritis! Wie, dass ich so oft speichern muss. Da kann ich mir die guten Szenen einfach nochmal anschauen. Ja, wenn sie jetzt noch hochklettern würde. Lad einfach mal. Sie hilft nicht. Lad doch einfach. Mir noch nicht ins Ohr, ich lade mal nicht weg. Eichelbomber. Vorsicht, da schießt wieder was. Ja, das habe ich schon verstanden. Oh.
Der Wasserfall sieht verdächtig hier aus. Als ob da irgendwie. Fische. Nervige Fische. Der hat uns vorhin getroffen. Strömend. Ganz im Gegenteil, jetzt haben wir überhaupt kein Leben mehr. Ja. Hast du nicht gespeichert? Lass Nein, du musst noch an. Oh. Kommt doch eh jetzt ein Speicherpunkt. Krautland. Lecker. Warum denke ich da an Salat? Ich denke sofort an das Kraut, was die Raupe raucht. Ja, und ich an Salat. Du hast keine Shisha, also lass es. Doch, aber... Wie leise es hier ist. Das gefällt mir gar nicht. Die Raupe ist gleich hinter der Lichtung, Alice. Eile ist jetzt wichtiger als Tarnung. Ja, wahrscheinlich ist sie so wie die Herzogin richtig mad. Wahrscheinlich. Das klingt irgendwie gar nicht gut. Was ist das? Sieht aus wie der verrückte Hutmacher. Ach, wir sind immer noch klein, ne? Au! War das gerade der Hase, der zertrampelt worden ist? Ich glaube schon. Hey, jetzt haben wir vielleicht die neue Waffe, die Uhr. Oh Gott! Alle, die ich liebe, sterben gewaltsam. Ich bin verflucht. Warum soll ich noch weitermachen? Keine Zeit für Selbstmitleid. Meide diese Wilden und finde die Raupe. Hey, dann... Ich meine, der hat uns doch überhaupt noch ins Wunderland gebracht. Und jetzt ist er platt wie eine Flunde. Ja. Und dann kommt die blöde Grinsekatze, um meinen ruhigen Spruch lassen zu müssen, ey. Ungefähr so. Wer suchet, der findet. So er denn wirklich sucht. Soll mich mal lieb haben. Guck mal, wir haben eine Zeitlupe. Ja, super. Ja, ouch. Guck mal, der stirbt in Echtzeit. Immerhin etwas. Ja, wir speichern mal. Der arme Hase. Tja, bleibt wie ein Pfannkuchen. Mag vielleicht in dem Backpulver liegen, was ich dazu mische. Flunder, sag ich doch. Meinst du? Blöde Rose. Soll ich sie mal selber bespucken? Also da unten in dem Erdloch finden wir noch was Sinnvolles? Keine Ahnung. Speicher, probier es aus. Und wenn es nichts ist, kann man... Wir hatten doch eben nicht Speicher. Ja. Könnte sowas von dem Karnickel sein, was wir da finden, ne? Ja. Jetzt wissen wir ja, dass es auch die Uhr vom Karnickel zu finden gibt. Hätten wir den Hasen durchsuchen müssen? Oh. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, immerhin hat der Hase die Uhr. Oder nicht? Ja, oder doch. Da geht's irgendwie noch lang, ne? Oh. Ja. Ja, das wäre eine gute Idee. Sei denn du willst, dass mein Mikro gar nicht mehr funktioniert, dann... Ist doch nur Säure. Wer badet denn nicht morgens schön in Säure? Hält die Haut schön jung und frisch? Da bist du heute noch frisch. Stimmt, das Zeug pustet ja unter unseren... Ach komm.
Leck mich doch am Arsch. Dann lassen wir es doch und wir wollen es nicht. Oder wir lassen es nicht und... Denn? Die blöde... Alice hüpft nicht hoch. Nein, sie greift die Liane nicht. Ja, jetzt. Wohin? Als sie sie nicht greifen sollte und weiter hochklettern sollte, da hat sie sie sofort immer gegriffen. Blöd Kuh. Ja, lass sie doch ein wenig wild sein. Ein wenig dumm. Ich bin Alice. Sieht cool aus, wenn sie so durch die Luft fliegt. Sie will doch nur Batman nachmachen. Leuchtet ihr was? Ja, aber ein lebendiger. Ich wollte ihn töten. Dann leuchtet er nicht mehr. Oh nein, da drüben ist der Cricketschläger. Den haben wir schon. Alter Schwede, was sind das für kranke Geister? Gute Frage, nächste Frage. Müssen wir hier überhaupt lang, ist die Frage. Sieht beides nicht gut aus. Ja, yeah, er sieht uns nicht. Das liebe ich an den Gegnern, wenn wir außer Reichweite sind. Einer noch, müsste sein. Ja. Ach nee. Ich bringe diesen blöden Typen, der da rumhüpft, auch mal ins Gesicht. Wenn wir wieder normal groß sind. Ja. Bis dato sind wir darauf angewiesen, dass dieser Hüftpilz uns irgendwo hinbringt. Oh. Wo auch immer er uns hinbringen will. Au, aber okay. Hab's auch überlebt. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Schwimm mit dem Strom, egal wohin er geht. Was ist das? Keine Ahnung, aber lass uns mal nachschauen. Sieht aus wie ein Buch. Erstmal heilen, ne? Bevor wir hier... mal eine Runde Strom mitfließen. Erstmal speichern, bevor wieder irgendwas schief geht. Nicht 7 Seiten dran. Du brauchst aber noch einen Ladenbutton. Yeah. Hör auf hier wegen den Lineal. Ja, mittlerweile habe ich den Bogen ja raus, Mann. Hat ja lang genug gedauert. Ja. Irgendwann muss auch ein blindes Korn mal einen Huhn finden. Jupp. Was ist das jetzt? Hier ist auch eine Waffe, oder? Keine neue. Eine, die wir schon haben, wahrscheinlich dieser Springteufel. Nee. Dann nicht danach auf. Es ist keine neue. Okay. Es ist sowieso sehr unübersichtlich gemacht, wo man lang soll. Ja, das auf jeden Fall schon mal. Haben sie immerhin mal ein bisschen gesungen und heute schreien sie nur noch rum. Ja, das stimmt allerdings. Aber was sollten sie singen? Keine Ahnung. Warten, bis das Messer wieder da ist und dann wieder eine volle Seite.
sind noch irgendwelche Fische gewesen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren hier schon mal. Au. Sieht einfach alles gleich aus, deswegen. Nee, doch nicht. Neues Vieh. Au, 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 au. Hä? Was war das? Würde ich gar nicht wissen. Ich will einfach nur, dass es verschwindet. Ah, oh, es hat sich vergraben. Ich muss ja irgendwann wieder aus dem Boden rauskommen. Irgendwie nicht. Müssen wir da wieder runter? Würd's vermuten. Ja. Rollende Steine. Oh oh. Rolling Stones. Klingt nach Arbeit. Klingt nach Spaß. Viel Spaß. Echt? Nein. Ah. Oh. Das sind die Käfer, oder? Ja. Das sind also keine normalen Käfer, das sind Elektrokäfer. Meinst du? Ja. Jetzt haben wir auch noch ein großes Elektrophil. Und das war ein Wassertropfen. Nee, nein, ist eine Murmel. Eine Murmel. Oh, okay, nein. Wir speichern gerade mal. Oder auf ein Extralade. Speichert automatisch. Fertig. Nein, Alice. Nein, wir machen jetzt gerade einen Schnitt und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.